Yep. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, spreche ich mit Sean Doffel? Ja. Sean, grüße Sie. Mein Name ist Philipp Schmidt, ich rufe Sie von GMA Prosen wegen Ihrem Handelskonto hier bei uns. Aha. Sean, haben Sie 5 Minuten Zeit für mich? Ja, was ist denn das für ein Handelskonto? Oder für Sie? Ein Handelskonto, es geht um Investitionen, Bitcoin, so weiter und so fort. Was? Es geht um Bitcoin, Handeln, Investitionen. Ja, was denn da für ein Konto? Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Telefongespräch wieder eingeschaltet habt. Ja, geht ja wieder absolut seriös los. Da wissen wir doch schon direkt, was wir da für jemanden an der Leitung haben. Ich verstehe immer nicht, dass die Betrüger sich irgendwie schon jedes Mal mit den ersten paar Sekunden direkt selbst entlarven. Zumindest aus der Sicht, wenn man die Videos hier kennt und öfters mit diesen Betrügern zu tun hat. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefongespräch. Was meinen Sie? Ja, frage ich ja Sie. GMA Pros, Herr Doffel. Kenn ich nicht. Sie haben ein Konto hier aufgemacht. Wann denn? 23. Juni. Aha. Genau, 23. Juni, das ist schon eine lange Zeit. Ja, und was möchten Sie? Ich möchte Ihr Konto aktivieren, ich möchte das Interesse bei Ihnen erwecken. Und ich möchte, dass wir endlich starten, mit Ihrem Konto Geld zu machen. Also ich halte mal nochmal fest. Er möchte mein Interesse erwecken. Und er ruft jetzt hier für einen uralten Datensatz an. Also richtig uralt. Tatsächlich aus dem letzten Jahr. Und jetzt will er mein Interesse noch erwecken? Na, ich glaube ja wohl nicht, wenn die Registration schon so lange zurückliegt. Naja, was will er denn jetzt hier eigentlich noch? Also irgendwas ist hier schon wieder falsch dran. Denn dieses Unternehmen, wo ich mich mal registriert habe mit diesem Namen, gibt's so eigentlich gar nicht mehr. Auch die Werbeplattform dazu nicht mehr. Und jetzt kommen die um die Ecke und wollen mein Interesse auf einmal erwecken. Was er dabei vergessen hat, dass die Daten hier wieder illegal bekommen haben. Denn ich habe definitiv nicht zugestimmt, dass die meine Daten wie eine Stadtschlampe einfach hier überall weiterreichen dürfen. Machen Sie aber einfach und probieren es dann einfach unter einem Namen irgendwann einfach nochmal. Was halten Sie davon? Ja, nicht viel. Warum nicht? Können Sie dann in einem halben Jahr anrufen? Nee, nicht wirklich. Wir haben schon ja lang genug gewartet, oder? Also er fragt mich hier, was ich davon halte, dass er mich jetzt hier, oder von seinem Angebot, dass er mich hier anruft. Und ich sage einfach nichts. Und begründet das ja auch. Und der lacht sich darüber eins. Das ist ja irgendwie interessant. Naja, das, was hier garantiert nicht mit einer seriösen Firma zu tun haben, hat er allerspätestens jetzt hier schon wieder verraten. Denn was gibt's da zu lachen, wenn ich sage, ich habe da kein Interesse dran? Es findet er dann lustig. Ist schon irgendwie spannend, dass die Betrüger das lustig finden, wenn der Kunde das nicht möchte, was man da angeboten bekommt. Was? Wir haben ja lange genug gewartet, oder? Denken Sie nicht? Ja, worauf habe ich denn gewartet? Nicht Sie, wir. Das Konto steht ja schon sehr lange. Und das ist schon lang genug. Denken Sie nicht? Ja, ist ja in Ordnung so. Das ist nicht in Ordnung. Sie hatten ja Ziele. Sie haben einen Grund, warum Sie diesen Konto aufgemacht haben. Sie wollten Geld machen und Sie hatten bestimmt ein bestimmtes Ziel davor. Ja. Hatten Sie nicht? Ja, nicht wirklich, nee. Was sagen Sie? Nicht wirklich. Wieso nicht wirklich? Ich denke nicht, dass Sie, Herr Toffel, einfach nur Ihre Daten irgendwo angegeben haben von nichts. Sie hatten bestimmt einen Grund. Bestimmt hatten Sie einen Ziel. Ja, mal gucken. Mal gucken, wo drauf? Naja, was da so passiert. Aber war ja nichts Seriöses dabei. Wie ist das nicht seriös? Naja, Sie spielen 50% von dem Spiel, Herr Toffel. Naja, aber wenn da nichts Seriöses dabei war, habe ich mich da auch dementsprechend nicht weiter drum gekümmert. War derjenige, der für Sie zuständig, nicht seriös oder waren Sie nicht seriös? Oder habt ihr zusammen nicht das geschafft? Hängen Sie zusammen auf? Okay, sind Sie seriös? Wenn die Webseite nicht seriös ist. Die Webseite ist seriös, das kann ich Ihnen sichern. Ja, aber vielleicht der vorherigen,
Der vorherige Kontomanager spricht nicht für die ganze Firma. Herr Toffeld, er spricht nur für sich selber. Wenn Sie seriös sind, dann kann ich Ihnen gerne zeigen, wie seriös ich bin. Ja, das schaffen Sie ja nicht. Naja, dass er auch nicht zu den Seriösen gehört, das liegt, oder das erkennt man hier, glaube ich, schon an der Gesprächsführung. Also irgendwie absolut cringe. Das heißt, es ist jetzt ein Problem, dass ich mich jetzt bei der Firma nicht weiter darum gekümmert habe. Ich meine, ich habe sie mir jetzt schon erklärt, dass ich das ganze Spielchen da bei denen nicht seriös fand. Und er meint dann, ja, der eine Kundenberater, der spricht ja nicht für die ganze Firma. Also selbst wenn da jetzt schon mal jemand angerufen hat für diesen Datensatz und die melden sich dann später einfach nochmal, so ist das definitiv auch nicht erlaubt. Denn ich habe ja nicht irgendwelchen weiteren Maßnahmen hier zugestimmt, dass man mich hier anrufen darf. Schon irgendwie absolut verwirrend. Aber schauen wir mal, was er da noch sonst so alles loszutreten hat. Warum nicht? Ja, weil der ganze Anruf ja unseriös ist. Mein Anruf? Ja. Wieso halten Sie von diesem Anruf, dass ich nicht seriös bin? Na, weil Sie ja Kaltakquise machen. Sie haben ja keine Anruferlaubnis. Nochmal bitte? Ja, Sie haben ja keine Anruferlaubnis. Wie habe ich... Sie haben doch ein Konto hier bei uns. Ja, aber deswegen haben Sie ja nicht automatisch eine Anruferlaubnis. Doch schon. Nee, dafür brauchen Sie eine Unterschrift. Das haben Sie gemacht, als Sie Ihren Daten bei der Webseite eingegeben haben. Ja, aber das ist ja keine Anruferlaubnis. Na doch, wenn Sie Ihre Nummer eingeben, dann was heißt das? Jetzt bestimmt nicht vor Dekoration oder Informationen aufholen. Bestimmt nicht einfach nur... Und alleine, dass Sie sich damit auskennen, macht das Gespräch ja schon Herr wieder... Toffel, Sie haben doch vor einer Minute gesagt, dass Sie seriös sind. Und was hat das jetzt bitte schon wieder mit seriös von meiner Seite aus zu tun, wenn ich mich mit ihm unterhalte und auf seine Fragen eingehe und Fragen stelle und das nicht in Ordnung finde, was er da macht? Und eine Anruferlaubnis hat es auch nicht gegeben. Damit kennt er sich ja scheinbar nicht aus. Er meint, nur weil ich jetzt da meine Daten eingetragen habe, ist das für ihn eine Anruferlaubnis. Nein, ist es nicht. Denn wenn ihr angerufen werden möchtet, müsst ihr dem extra nochmal gesondert zustimmen, wenn es sich hier um ein Verkaufsgespräch oder um ein Angebot handelt. Nur wenn ich schon mit dieser Firma etwas zu tun habe, also keine Ahnung, hab eine Brille gekauft oder hab bei Amazon was bestellt und irgendwas ist mit dem Paket oder es gibt eine Rückfrage, weil irgendwas unklar ist, dann dürfen die anrufen. Das ist klar. Aber nicht um irgendein Paket oder ein Trading-Angebot oder irgendwas zu unterbreiten, das ist dann illegale Werbung. Ja, was interessiert die nicht? Und wenn man Werbung haben möchte, muss man dem zustimmen. Und ein Double Opt-in funktioniert nicht, indem ich einfach nur meine Daten eintrage, sondern es muss mein Telefon klingeln und ich muss einen PIN eingeben. Oder es kommt eine SMS und gebe dann diesen PIN ein. Damit habe ich dann bestätigt, dass diese Rufnummer auch wirklich zu mir gehört und nicht von Nachbarn ist. Weil sonst könnte ich ja den Code nicht haben, wenn ich hier eine fremde Nummer eingebe. Aber die rufen einfach an und das interessiert gar nicht. Und der ist der Meinung, dass der Kunde jetzt nicht seriös ist. Und das ist schon irgendwie spannend. Na, Sie sind ja nicht seriös. Doch bin ich. Nee. Doch bin ich. Nee. Ich hoffe, dass Sie seriös genug sind, dass Sie sich mit mir halten können. Sie sind ja nicht seriös. Das ist ja alles da Betrug bei Ihnen. Entschuldigung, wie ist das Betrug? Naja, Sie drücken ja große Leute ab. Wer ist das ja nicht? Nochmal? Sagte, Sie zocken ja bloß die Leute ab. Mehr ist es ja nicht. Warum denken Sie, dass wir die Leute abzocken? Ja, ist halt so, wenn man eine unseriöse Webseite hat. Aber das ist doch nicht wahr. Na klar. Das ist nur Ihre Meinung, Herr Toffel. Nee. Oder Entschuldigung, das ist doch die Meinung, die für Sie aufgebaut wurde von den unseriösen vorherigen Kontomanagern. Ja, das sind ja so welche wie Sie. Aber wie nochmal gesagt, der vorherige Kontomanager spricht nicht für die ganze Firma. Ja, aber Sie rufen doch illegal an, also sprechen Sie doch auch für die Unseriösität. Was sagen Sie da, Herr Toffel? Sie sagten doch, dass Sie seriös sind. Dann lassen Sie uns über seriöse Sachen sprechen. Ja, aber Sie sind doch nicht seriös. Wie will man denn da über seriöse Sachen sprechen? Natürlich bin ich seriös. Und ich musste nur Geld machen. Ja, genau. Sie drehen sich nur um einen Kreis. Sie wollen nur Geld machen. Sie drehen sich nur um einen Kreis. Und ich versuche direkt zum Punkt zu gehen. Der Punkt ist, dass Sie kriminell sind. Kriminell ist jeder, der hinter Geld geht, oder? So ist es heutzutage. Jeder, der nach seinem Interesse interessiert ist, jeder, der versucht, wirklich noch Geld zu machen, wurde von unseriösen Leuten kriminell genannt. Ja, Sie sind ja die unseriösen Leute. Ich bin sehr seriös.
Und ich nenne mich selber nicht kriminell. Und ich nenne sie nicht kriminell, weil sie Geld durch Handel machen mussten. Ja, aber sie sind ja trotzdem kriminell. Kriminell schon. Also davon bin ich sehr stolz. Aha. Weil kriminell heutzutage anscheinend ist jeder, der erfolgreich ist. Nee, jeder, der erfolgreich ist, jeder, der seriös, was seine Arbeit angeht, was nee, Geld angeht. Der unseriös ist. Nein, ich bin kriminell, aber ich bin sehr seriös. Ich bin kriminell in meiner Art und Weise. Weil ich klaue das Geld von dem Market, Herr Toffel. Und wenn Sie auf meiner Seite stehen, dann würden Sie auch einen Teil davon nehmen. Nee, Sie klauen das Geld von den Leuten. Nein, Quatsch, Herr Toffel. Dann bin ich schon lange im Knast, oder? Nö, da kümmert sich ja keiner drum. Das ist ja das Problem. Wie kümmert sich doch keiner drum, Herr Toffel? Was sagen Sie? Den Knast kommt. Es gibt bestimmt Betrüger da draußen. Ja, und es gibt bestimmt Leute, die unseriös sind. Aber die gehen alle im Knast. Die gehen alle im Knast. Herr Toffel, Sie haben ein Konto mit uns schon seit Juni. Ja, aber Sie gehören doch auch. Seit Juni. Dass wir heute reden, heißt das, dass die Firma noch steht. Dass die Firma noch aktiv ist. Ja, weil Sie halt immer noch den Betrug durchziehen unter dem Namen. Aber das dauert ja nicht lange, da ändert sich den Namen. Und außerdem heißt das nicht, dass die Firma überhaupt noch aktiv ist, mit der ich vorher gesprochen habe. Da kann man sich nach so langer Zeit auch tatsächlich gar nicht mehr wirklich dran erinnern. Dass hier der Name der Firma neuer sein kann, das weiß ich ja jetzt so erstmal gar nicht. Der behauptet ja jetzt hier nur, dass der Kollege vorher schon mal angerufen hat. Und ja, kann sein, dass es der Kollege war. Und ja, kann auch sein, dass es das gleiche Callcenter war. Nur, was ich für nicht unbedingt aktenkundig halte, ist, dass der Mitarbeiter von der gleichen Firma schon mal angerufen hat, also unter dem gleichen Firmennamen, weil den kann man ja jederzeit wechseln bei diesen komischen Trading-Firmen. Ist ja jedes Mal eine neue Webseite, jedes Mal andere Mitarbeiter an der Leitung und jedes Mal wird es ein kleines bisschen unseriöser. Den Namen kann man ändern, aber das hat doch nichts damit zu tun, ob wir erwischt werden oder nicht. Sie verstehen ja schon, dass der Name gehört zu einer Mutterfirma. Diese Mutterfirma kann nie geändert werden. Sie sind ein Krimineller und ein Betrüger und mehr nicht. Ich bin Krimineller, aber kein Betrüger. Kriminell als einen Freund haben, Herr Toffel, ist das beste Freund, was Sie haben konnten. Sie sind einfach nur ein Betrüger, mehr nicht. Und ziemlich armselig noch dabei. Ich bin kein Betrüger. Doch. Ich bin kriminell. Das kann sein. Das kann man schon so verschreiben. Aber Betrüger bin ich nicht, Herr Toffel. Doch? Nein, bin ich nicht. Das nennt man übrigens bandenmäßigen Betrug, was Sie da machen. Gewerbsmäßig. Wie sind Sie drauf gekommen? Betrugen, Betrüger. Sie rufen illegal an. Wie rufe ich illegal an? Erklären Sie das. Ich bin das schon erklärt. Herr Toffel, was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Was machen Sie beruflich doch? Was hat das? Nicht an. Sind Sie so sensibel oder was ist das Problem? Mir geht Sie einfach nichts an. Sie sind vom Beruf Betrüger. Einfache Frage. Okay, ich bin vom Beruf Betrüger. Was machen Sie beruflich? Das sage ich Ihnen nicht. Was halten Sie davon, wenn Sie durch Ihre Arbeit, nur durch Ihre Arbeit machen, Betrüger genannt werden? Was halten Sie davon? Was würden Sie erhoffen? Das passiert ja nicht, weil ich ehrlich arbeite. Tu ich auch, aber trotzdem Leute wie Sie nennen Sie mich Betrüger. Ja, dann überlegen Sie vielleicht mal genau, warum die Leute Sie so nennen. Jetzt haben Sie ja verraten, dass... Ich frage Ihnen doch, warum. Naja, weil Sie sich einfach so verhalten wie ein Betrüger und illegal anrufen. Sie haben keine Anruferlaubnis. Sie haben Ihre Daten bei uns in der Firma angegeben. Das ist trotzdem keine Bestätigung dazu, dass Sie anrufen dürfen. Sie brauchen in Deutschland dafür ein Double Opt-in. Oder Wahlweise. Aber Herr Toffel, da liegt das Problem und das Missverständnis. Das ist eine internationale Firma und wir arbeiten nicht nach den Regeln. Keine Rolle, Sie dürfen nur in Deutschland. International nicht in Deutschland anrufen. Nein. Sie in Deutschland anrufen. Nein, natürlich dürfen Sie das. Nein, Herr Toffel. Aha, also ist dieser nette Herr hier jetzt der Meinung, dass für ihn diese Regeln nicht gelten, weil er aus dem Ausland anruft. Tja, dem ist allerdings nicht so. Denn wenn man vom Ausland vom Ausland nach Deutschland verkaufen oder arbeiten oder anrufen möchte, dann gilt auch deutsches Gesetz.
und deutsches Recht. Tja, aber das interessiert ihn irgendwie nicht. Und das sagt er ja auch ganz offen, dass das für ihn anscheinend, dem Anschein nach, nicht gilt. Das ist aber schlichtweg falsch. Herr Toffel, wir sind eine internationale Online-Firma. Sie brauchen da gar nicht mit mir diskutieren. Ich kenne mich damit rechtlich aus. Anscheinend tun Sie doch gar nicht. Nein, tun Sie gar nicht, Herr Toffel. Sie beeindrucken mich mit Ihrem blödsinnigen Gelaber nicht. Es sind kein Gelaber. Ich versuche nur Ihre Ansage noch zu beantworten. Entschuldigung, wenn die Antwort auf Ihre blutsinnige Angaben und Ansagen Gelaber noch klingt. Nochmal? Was nützt das, wenn Sie falsch antworten? Ich antworte nicht falsch. Doch. Ich antworte nicht falsch. Ich gebe Ihnen nur die Fakten, was Sie anscheinend nicht selber wissen. Tja, da sollten Sie sich mal besser informieren. Toffel, ich arbeite in diesem Geschäft seit ungefähr 9 Jahren, also bitte erzählen Sie mir nicht. Also erst... Naja, also nur weil man eine Lüge immer wieder wiederholt, wird's ja noch lange nicht zur Wahrheit. Tja, eins ist euch ja auf jeden Fall, ziemlich bissig. Das haben wir gar nicht mal so oft, dessen Betrüger dann hier versucht, noch irgendwie was rauszuholen, obwohl ja eigentlich schon alles verloren ist. Ich find's nur interessant, wie er sich jetzt versucht, irgendwie aus der Schlinge zu ziehen, um dann doch noch irgendwie an unser Geld ranzukommen. Oder was genau soll das Ganze jetzt hier darstellen, wenn er versucht, hier die ganze Zeit mit uns weiter zu diskutieren? Ja, also seriöser macht er sich dadurch auf jeden Fall nicht, also zumindest nicht bei den Antworten, die er da gibt. Arbeiten Sie da nicht nur 9 Jahre? Weil die Firma gibt es auch gar nicht so lange, das ist komplett Blödsinn. Ich arbeite seit 9 Jahren. Ich habe nicht gesagt, ich arbeite bei dieser Firma seit 9 Jahren. Ja, sehen Sie, wie Sie Ihre eigenen... Arbeiten? Die Informationen Sie sammeln auch, Ihre eigenen... zu tun gehabt. Sie sammeln Ihre eigenen Impressionen über uns selber, ohne dass Sie dafür fragen. Ohne dass Sie uns danach fragen, diejenigen, die eigentlich die Antwort hier haben. Sie tun das nicht. Ja, ich brauche den ja jetzt hier wirklich nicht fragen, ob er seriös ist oder ob das stimmt, was ich mir da so einbilde. Also ich meine, das ist ja klar. Wenn ich den Betrüger frage, ob er ein Betrüger ist, ich meine, in dem Fall gibt das ja sogar zum Teil zu, dass er kriminell ist, auch wenn er irgendwie ein komisches Verständnis davon hat. Weiß ich nicht. Also, was soll denn das bringen, wenn ich eine Betrügerfirma frage, ob sie betrügt? Ist ja vollkommen affig. Sondern sie sammeln ihre eigene Meinung selber. Das hat nichts mit Meinung zu tun. Das ist deutsch. Und dann behalten sie das, als ob das die Wahrheit ist. Mhm. Aber ist es doch gar nicht. Sie rufen aber illegal an. Ich rufe nicht illegal an, Herr Toffel. Wir sind eine internationale Online-Firma. Das spielt damit keine Rolle. Wer oder nach Deutschland telefoniert oder auch nach Deutschland irgendwas verkauft oder anbietet, muss sich an deutsches Gesetz halten. Nicht, wenn dieser deutsche Mann an uns gekommen ist und nicht andersrum. Doch. Sie haben ja nicht die Erlaubnis. Doch nicht, Herr Toffel. Herr Toffel, Sie haben Ihre Daten bei uns angegeben. Das spielt ja keine Rolle. Doch, spielt das eine Rolle. Das spielt überhaupt nicht. Sie sind ein Kunde von uns. Ein Kunde bei einer finanziellen Firma, die einfach nur Gelegenheiten sucht, nach mehr Geld zu machen. Herr Toffel, wenn Sie so wirklich so stark überzeugt sind, dann tut mir wirklich leid für Sie. Ich kann schon zugeben und zustimmen. Nochmal? Ich tue mir nicht leid, weil ich bin auf den Betrug wenigstens nicht reingefallen, wie alle anderen Menschen oder viele Menschen. Das denken Sie nur. Ist so, das denke ich nicht nur. Nee, das denken Sie. Was meine Meinung sagt, sagt, dass Sie jetzt gerade eine sehr große und gute Gelegenheit verlieren. Nö. Nur weil Sie über etwas überzeugt sind, was gar nicht mit der Wahrheit zu tun ist. Das ist doch komplett lächerlich. Na, ist es nicht, wenn Sie so stark von Ihrer eigenen Meinung überzeugt sind, dann klingt das für Sie nur lächerlich. Aber lächerlich ist das doch noch nicht. Es lachen sich ganz viele Menschen über Sie auf YouTube kaputt. Das kann sein. Jetzt aber was interessiert das mir, was die Leute sagen doch, oder was die Meinung ist? Ich bin jemand, der nach Geld sucht, wie Sie sagen, schon kriminell, weil ich bin genauso wie ein Tier und ich bin hinter die Gelegenheiten genauso wie ein Tier.
Nennen Sie mich kriminell, nennen Sie, was Sie wollen, aber ich bin kein Betrüger. Ich mache mein Geld auf den richtigen Weg. Ich bin einer von den besten Leuten, die je schon mit dem Market gehandelt haben, Herr Tuffet. Und dafür habe ich lange gearbeitet. Dafür habe ich lange gearbeitet, um diesen Skills noch aufzubauen. Und dann kommt jemand wie Sie und sagt einfach nur Betrüger, Herr Tuffet. Wenn Sie nur 10% von der Arbeit machen, was ich mache, dann werden Sie schon wie ein ganz, ganz, ganz kleines Baby nach 2 Stunden schlafen. Das stimmt. Naja, wenn Sie auch nicht Ihre Augen doch verlieren. Ich sitze schon vor 6 Monitoren, schon fast 7 Tage, Herr Toffel. Aber leider muss ich mit Leuten wie Sie sprechen. Ist ja ganz toll, dass er da 6 Monitore vor sich stehen hat. Oh, ganz toll. Fast 7 Monitore schon. Mensch, da hat er ja was erreicht. Oh, auf eBay kann ich mir jetzt auch 6 Monitore zusammen lümmeln. Ich sitze hier auch vor 4 Monitoren, wenn dessen ich das hier einspreche. Sollen übrigens auch irgendwann mal 6 werden, weil der Platz langsam nicht mehr ausreicht bei dem ganzen Wahnsinn, den man hier so nebenbei verarbeitet. Ja, und nu? Weil er da jetzt 6 Monitore hat, ist er jetzt der King, oder was? Also, ist lediglich praktisch, dass er 6 Monitore hat, soll er sich doch freuen. Mann, also wirklich. Wenn er das jetzt als Argument nimmt, dass er vor 6 Monitoren sitzt, da hat er aber richtig was geschafft. Naja, und es kommt ja bald der 7. Monitor. Naja, wenn er sich den leisten kann, muss er ja nur 2 Kunden dazu bescheißen, um sich noch einen dazu zu kaufen. Weil ohne eure Geld kann ich doch keinen Kontos aufbauen. Und ein Land kann alleine nicht klatschen, Herr Toffel. Und Sie sind nichts anderes als ein kleiner Callcenter-Mitarbeiter, der die Leute anruft, mehr nicht. Ein Callcenter hat die Firma schon, damit wir mit euch sprechen können. Ja, das stimmt. Das bist du ja. Aber nicht nur ein Callcenter. Aber nicht nur ein Callcenter, Herr Toffel. Trotzdem peinlich, was du da machst. Naja, wenn du 10% von dem Geld machst, was ich mache, dann wirst du doch anders denken. Nee, ich glaub nicht. Ich kann wenigstens vernünftig schlafen. Herr Toffel, glaub mir. Glaub mir. Glaub ich sowieso nicht. Nach der harten Arbeit, dass ich jeden Tag mache, egal was ich mache und egal was ich davon denke, ich werde schon wie ein Baby schlafen. Weil mein Kopf und mein Gehirn, mein Kopf ist schon davon kaputt und meine Tasche ist voll. Traurig, du solltest dich was schämen. Schämen, Herr Toffel, warum? Ja, weil du die Menschen betrügst. Lächerlich, wie überzeugt du davon bist. Das ist so. Das ist lächerlich. Weil der vorherigen Kontomanager nicht seriös war? Weil der vorherigen Manager nicht seriös war? Oder weil sie ein paar schlechte Reviews im Internet gelesen haben? Und wie ein ganz naiver Mensch schon das sehr so glauben? Das ist doch ihre Schuld, Herr Toffel. Wenn sie wie ein naiver Mensch einen kleinen Kommentar auf dem Internet gelesen haben und so stark dran glauben und nicht selber schauen, ob diese Gelegenheit doch stimmt oder nicht. Naja, da verwechselt er aber mit naiv irgendwie so ein bisschen was. Naiv wäre ich dann, wenn ich jetzt einfach gutgläubig all dem zustimmen würde, was er mir da so am Telefon erzählt und direkt glauben würde, was er da so sagt. Sich im Internet zu belesen und darüber nachzudenken und zu recherchieren und, sich dann eine Meinung zu bilden, ich glaube, das hat dann nichts mehr mit Naivität zu tun, sondern mit Intelligenz, dass ich auf seinen Quatsch da nicht reingefallen bin. Denn was anderes ist es letztendlich nicht. Und vor allem das, was er hier alles erzählt, das sollen jetzt seine Argumente sein? 6 Bildschirme und nur weil da wer anders mal dran war. Also der macht sich dadurch nun wirklich nicht seriöser mit all dem, was er da so erzählt. Und weiß ich nicht, im Hintergrund hört man ja auch die ganze Zeit irgendeine Mitarbeiterin rumkrakeelen. Naja, wahrscheinlich ist das in diesem Callcenter irgendwie eine Prollmasche, um da mit anzugeben. Schon alleine, ja, sie müssen erstmal so viel Geld machen wie ich. Woher weiß denn der, wie viel Geld ich überhaupt monatlich verdiene? Also, keine Ahnung, wie der auf diese Einschätzung kommt. Also, ich habe sie mir nicht verraten. Interessant. Dann was genau ist lächerlich? Wenn ich hier zu Ihnen mit einer Gelegenheit komme, wo Sie mit 10.000 eventuell nach dem richtigen Weg 50.000 Euro verdienen können, netto in Ihrer Tasche, wenn ich mit so einer Gelegenheit zu Ihnen komme und dass Sie nicht mal ernst nehmen, um das mindestens zu probieren,
und schauen, ob es stimmt oder nicht. Dann Entschuldigung, Herr Toffel, das finde ich lächerlich, nicht das, was ich tue. Aha, also ich soll da 10.000 Euro bei dem reinstecken, hat er das jetzt ernst gemeint, um dann mal zu probieren, ob das wirklich funktioniert? Hat irgendwie einen Lattenschuss? Also bei dem braucht man nichts probieren. So wie der sich ja am Telefon gibt und zeigt, zeigt doch das eigentlich schon, dass ich da nichts rausholen kann. Es ist doch der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, was mit dieser Prollmasche erreicht werden soll. Mich erreicht er damit definitiv nicht. Ich find's nur lächerlich. Ja, doch, alles, was du sagst, ist einfach nur komplett lächerlich. Ist es doch gar nicht, das ist doch wahr. Man kann bei euch kein Geld verdienen. Man überweist euch Geld, ach, komm, man 50 Euro, 500 oder 1000 und dann seid ihr weg. Oder ihr meldet euch nochmal und man soll ein bisschen nachschieben und dann seid ihr spätestens weg. Man kann bei euch kein Geld auszahlen. Es ist alles Lug und Betrug und das weißt du selbst. Herr Toffel, ich habe einen Kunde mit mir, der schon in dieser Firma alleine seit anderthalb Jahren arbeitet. Ihr habt 0,0 Kunden, ihr habt nur Betrugsopfer. Herr Toffel, ich treffe mich persönlich mit ein paar von meinen Kunden. Ja, weil die seriös sind und ich auch genauso. Aber nicht jeder in der Firma macht das. Weil natürlich wie nicht jeder Kunde seriös ist. Stolz auf dich, dass du kriminell geworden bist. Ja. Nochmal? Ob deine Eltern auf dich stolz sind, dass du kriminell geworden bist und Leute betrügst. Herr Toffel, es geht darum, um Geld zu machen. Es geht nicht darum, was die Leute über dich denken. Ja, ich glaube, mit dem Motto hat er tatsächlich recht. Es geht bei ihm nur darum, Geld zu machen und nicht, was die Leute über ihn denken. Ganz genau, da hat er ja tatsächlich mal ein wahres Wort gesprochen. Und gerade hat er mir noch verraten, er trifft sich mit den Kunden. Aha, und wie geht es, wenn er im Ausland sitzt? Ich meine, er hat es ja sogar gesagt, dass er eine internationale Firma, Unternehmen, ja genau. Und dann fährt er jedes Mal nach Deutschland zum Kaffee trinken oder was? Das ist doch einfach nur noch lächerlich. Wenn du das Richtige machst und am Ende erfolgreich bist, warum interessiert das dir, was die Leute davon im Internet erzählen? Habe ich dich betrogen? Habe ich dich verarscht? Du versuchst? Nein, ich versuch das doch. Du brauchst dich gar nicht aufreden. Herr Toffel, tue ich nicht. Doch? Tue ich gar nicht. Ja, klar. Naja, das ist Ihre Meinung. Wenn das nicht ändern kann, dann es tut mir leid. Ja, mir nicht. Mir schon. Weil du nichts an mir verdient hast. Deswegen tut's mir leid, richtig? Nee, nicht wirklich, Herr Toffel. Am Ende, das war ein ganz nettes Gespräch. Ich habe mit jemandem gesprochen, der schon von mir etwas denkt. Du bist nicht der Einzige, das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja, weiß ich. Ich bin sehr professionell, dass ich diesen Anruf einfach hinter mir habe. Professionell würde ich jetzt ich auch nicht kennen. Naja, jeder hat seine Meinung. Herr Toffel, jeder hat seine Meinung. Schon mal ein bisschen anständiger als die ganzen anderen Kakerlaken. Die erzählen ja mal was von Hurensohn und so. Na, wie ich schon gesagt habe, wie nicht jeder Kunde seriös ist, nicht jeder Kontomanager, nicht jeder Broker ist auch seriös. Herr Toffel, das ist... zu den Seriösen. Nochmal? Du gehörst ja nicht zu den Seriösen, sonst würdest du nicht anrufen. Nee, Herr Toffel, nochmal. Das ist nur Ihre Entscheidung und Ihre Meinung. Nee, ist nicht nur meine Meinung. Doch, ist es und das ist nicht die Wahrheit. Aber nochmal, wenn ich das nicht ändern kann, dann tut mir wirklich leid. Das aber wie gut, dass du gleich okay. Den Firmennamen gesagt hast, dann kann ich das gleich direkt in der Titelbeschreibung bei YouTube stellen. Keine Ahnung, das ist einfach, das geht an Sie. Wie Sie damit umgehen, was Sie damit machen, das geht an Sie, Herr Toffel. Ja, genau. Aber ich fände es wirklich, wirklich erstaunlich, wie stark jemand an etwas denken kann und von etwas überzeugt sein kann und egal, was man hört und egal, ob man die Chance hat, das selber zu probieren, zu bestimmen, wird man das doch noch nicht machen, weil man einfach von einem Internetkommentar so stark überzeugt ist. Das hat nichts mit Internetkommentar zu tun. Das hat was damit zu tun, dass hier am Tag locker 30 bis 40 Betrüger anrufen, die ich alle auf YouTube live stelle. Du glaubst doch nicht, dass nochmal. Du wirklich mit dem Charakter sprichst, den du da am Computer stehen hast. Was meinst du? Oder was meinen Sie? Der Datensatz wurde damit Absicht platziert, damit so Leute wie du anrufen. Herr Toffel, Entschuldigung für die vorherigen Kontomanagern, die mit Ihnen gesprochen haben. Entschuldigung für die Meinung. Also hörst du ja dazu. Die entwickelt haben, aber nochmal, tut mir leid, dass ich das nicht ändern kann. Mhm. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Tschüssikowski.
Danke, Günther. Also eins muss man dem ja hier wirklich lassen. Ausdauer hat er und er versucht, von seinem Handwerk zu überzeugen. Tja, das haben wir so in der Form tatsächlich auch noch nicht gehabt, dass einer so bissig ist und so vernünftig bleibt die ganze Zeit. Aber letztendlich ist es trotzdem ein Betrüger gewesen. Es ist trotzdem nicht seriös, was hier vorgefallen ist. Es ist trotzdem kein legaler Anruf gewesen und ihr hättet hier auch trotzdem euer Geld verloren, egal wie bissig der ist. Und genau das ist auch das Problem, wenn man genau solche Leute an der Leitung hat. Weil so einer hat sicherlich schon ein bisschen mehr Erfolg auf dem Trading-Markt, die Leute zu bescheißen. Denn der ist hartnäckig. Und ganz so schlecht ausgedrückt wie alle anderen hat er sich ja jetzt ja auch nicht. Auch wenn er ständig zwischen Du und Sie gewechselt ist, was ja schon auch wieder Käse ist. Aber der könnte tatsächlich den einen oder anderen einlullen am Telefon. Ein Wahnsinn. Tja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.